In der Weltpandemie haben internationale Großkonzerne ordentlich Kasse gemacht. Milliardengewinne liegen auf Konten. Und mit Kurzarbeit haben die Beschäftigten ihren eigenen Arbeitsplatz steuerlich subventioniert. Da könnten die großen Gewerkschaften in der Tarifrunde doch jetzt ordentliche Lohnerhöhungen und Standortsicherheit einfordern, oder? Oliver Hilburger und Tobias Gerstner decken das gezinkte Spiel auf. Willkommen bei Zentrum Nachgefragt. Der letzte Tarifabschluss fand 2018 statt. Der damalige Abschluss brachte eine Einmalzahlung von 150 Euro, die T-Zug-Tage, die Regelung zur Brückenteilzeit mit sich. Als die Tarifrunde Anfang 2020 gestartet wurde, sorgte das Coronavirus dafür, dass diese ganz schnell und ohne nennenswerten Abschluss beendet wurde. Wie habt ihr den damaligen Abbruch der Tarifrunde erlebt und wie ist eure Meinung dazu? Ja, der Abschluss hat ja sehr schnell und relativ lautlos stattgefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie, was da alles gerade losging, hat man sich ja geeinigt, dass die Sicherung der Arbeitsplätze vorrangig ist, ja. Und hat den Entgelttarifvertrag, der abgelaufen war, einfach eingesetzt und verändert, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich, muss man sagen, auch Sinn gemacht hat. Wo natürlich jetzt umso fraglicher ist, was sich an der Situation vor einem Jahr zu jetzt geändert hat. Also, dass sich verschlechtert hat. Oder ja, also erlebt, da gab es nicht viel zu erleben bei dem Abschluss, einfach gesagt. Kannst du mir die derzeitige Forderung der IG Metall in der Tarifverhandlung nennen und kurz dazu Stellung beziehen? Der Fokus der Forderung liegt natürlich auf die Sicherung der Beschäftigung, wie das seit Jahre natürlich der Fall ist und irgendwie nicht gelingt scheinbar. Und auch der Sicherung des Entgeltes. Ja. Die IG Metall sagt, der Arbeitgeber oder Verband lehnt ab. Ihr Lösungsvorschlag ist eine Arbeitszeitreduzierung. Angepeilt wohl die 4-Tage-Woche, wo dann durch einen 4% Aufschlag auf den Lohn ausgeglichen werden soll. Also die Arbeitszeit wird um 20% reduziert, der Mitarbeiter hat dann auch 20% weniger Lohn. Dann kriegt er 4% oben drauf gepackt, dass es ausgeglichen wird, damit er sich das leisten kann. Das ist so der Lösungsvorschlag, der da im Raum steht wohl. Das ist eigentlich das Grundpaket, wieder mal einfach die Sicherung der Arbeitsplätze, wie ich seit 1990 halt. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Man spricht in der Tarifrunde, oder die IG Metall spricht in dieser Tarifrunde von Arbeitsplatzsicherung. Neben der berechtigten Frage oder den berechtigten Einwänden von Tobias, dass das ja schon zigmal auf der Agenda stand, geht es hier im ganz Konkreten nicht um die Arbeitsplatzsicherung. Es geht faktisch gesehen um eine langsamere Phase des geplanten Arbeitsplatzabbaus und eines Neuaufbaus in anderen Winkeln dieser Erde. Von daher ist der Kampf um die Arbeitsplätze, das nach außen hin immer so dargestellt wird, kein Kampf um die Arbeitsplätze, wie wir das verstehen, sondern es ist zum einen eine Täuschung der Leute und zum anderen nach der üblichen Salamitaktik, wir machen das ganz langsam, damit es eben wie der Frosch im Wasser ganz langsam jetzt spürt, dass es eigentlich um unsere Existenz geht. Und als Gewerkschaft erhebe ich einen anderen Anspruch. Es geht um den Erhalt der Arbeitsplätze. Man erinnere sich an die 35-Stunden-Woche. Damals ging es darum, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und heute redet man, dass der Arbeitsplatz reduziert wird, der aber gleichzeitig im Ausland entsteht. Und das muss ich jetzt jeder selber prüfen, ob sich da dafür lohnt, auf die Straße zu gehen oder ob denn andere Ziele viel prägnanter sind, die jetzt auch absolut notwendig sind. Oder ob wir uns die Lecksche-Seifenblase erlauben können, mit einer Arbeitszeitverkürzung, mit Teillohnausgleich, das der Tobias ja gerade erklärt hat, dann nachher als Erfolg gefeiert wird. Ist es nicht heuchlerisch von der IG Metall, dass sie selbst die Transformation voranbringen und jetzt dafür sorgen müssen, dass sie durch reduzierte Arbeitszeit Beschäftigung halten, obwohl sie eigentlich durch ihre Transformation vorbereitet haben, dass diese Arbeitsplätze abgebaut werden und ins Ausland verlagert werden?
Ja, gut zusammengefasst, so kann man das natürlich sehen. Oder so muss man das sehen. Die Transformation sorgt jetzt für die Probleme, die wir jetzt haben. Mich stört bei der ganzen Sache, dass der Einbau, der Einband in diese Tarifrunde suggeriert, es geht um den Arbeitsplatzerhalt, dass die Leute ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Das ist moralisch und gefühlt natürlich richtig. Wenn es wirklich darum gehen würde, wir müssen die Arbeit, die da ist, auf mehrere Schultern verteilen, damit eben jeder seine Familie ernähren kann, dann wäre das eine durchaus berechtigte Forderung. Es wäre auch ein Weg, den wir unterstützen. Aber es ist eben anders. Es wird durch die Transformation auf der einen Seite Arbeitsplätze vernichtet, aber auf der anderen Seite werden auch Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Das heißt, diese Arbeitsplätze verschwinden nicht. Und wir machen im Prinzip mit dieser Arbeitszeitverkürzung das, was der Arbeitgeber selber vorhat. Also wir nehmen unsere Arbeitskraft zurück. Er muss keine Arbeitsplätze für uns mehr vorhalten und er kann sie ins Ausland verlagern. Und by the way, die 10.000 von Leiharbeitern, die schon weg sind, an die denkt keiner. Weitergehend sehe ich da drin auch eine ganz gezielte Täuschung, weil das, wenn man das zuhört, doch sehr durchmischt wird. Wir haben die Transformation, jetzt haben wir die Krise. Ja? Es wird ja gar nicht irgendwie analysiert oder mal wirklich festgelegt, wo kommt denn der Verlust der Arbeitsplätze her, wo geht er hin? Stichwort, wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive. Ja? Das schreiben wir ungefähr, solange wir brauchen eine Absicherung für die Zukunft. Passiert ist da bisher gar nichts, da hat kein Mensch Interesse dran. Klar, wohin will ich auch was qualifizieren, ja, das ist das andere. Aber es wird also wirklich meines Erachtens gezielt durchmischt. Ja, heute ist die Krise, morgen ist die Transformation. Ja, also ich sehe das, dass du nicht eine Lösung finden kannst, wenn du angeblich mehrere Probleme hast und das sich über Jahre hinweg schon zieht. Ich sehe das sehr skeptisch im Moment. Am 25. Februar war eine Großkundgebung der IG Metall auf dem Kanzler der Basen mit, nach der Presse zufolge, nur 300 Fahrzeugen. Traut ihr euch zu, eine Prognose abzugeben, wie die weitere Tarifverhandlung verlaufen wird? Ja, zum einen brauchen wir da jetzt nicht mit hohen Arbeiten. In Zeiten von Corona ist es sehr schwierig, Massenkundgebungen darzustellen. Auf der anderen Seite ist es zum allerersten Mal ein realistisches Bild, weil ansonsten wird immer gesagt, Zehntausende sind auf der Straße, was, wenn wir es gesehen haben, nicht stimmt. Diese 320 Fahrzeuge, so hat der Polizeibericht das ausgewiesen, rekrutierte sich aus mehreren Firmen, aus Stuttgart, Bosch, Mahle, Porsche, die Werke der Daimler AG, die dort sind, Sindelfingen, Rastatt, Zuffenhausen waren da. Also, ich würde sagen, das ist kein starker Aufschlag. Aber wie gesagt, da würde ich mir jetzt Häme ersparen wollen. Aber ich traue mir da schon eine Prognose zu. Die IG Metall wird ihr Heil, wie wir es gerade schon ausgeführt haben, in dem Mantra suchen, dass sie der Garant für die Arbeitsplatzsicherheit sind. Und der Chris hat es in seiner Frage ja vorher formuliert. Auf der einen Seite mache ich was kaputt, aktiv oder durch Passivität, indem ich so tue, als gäbe es das nicht. Im Fall der IG Metall und der Transformation man klar von einem aktiven Zutun reden kann. Und gleichzeitig sage ich dann aber, pass auf, wir sorgen für Sicherheit, die weder in den Betriebsvereinbarungen vorhanden sind, noch in diesen Tarifverträgen zu erwarten ist. Sie werden das als Erfolg feiern, dass sie für Tagewoche kommt und dass sie einen Winkelzug mit Rechentricks den Leuten irgendwo suggerieren, dass sie ja im Prinzip gar keinen Entgeltverlust haben. Ich rechne auch damit, dass die Arbeitgeber mit ihren Forderungen, dass Zahlungen reduziert werden, auch da mit diesen Rechentricks am Ende so dargestellt wird, dass man für Tage arbeitet, hat keinen Lohnverlust, aber über indirekte Zuschläge oder sonstige Vergütungen und Vergünstigungen es dann halt doch ein realer Entgeltverlust ist. So, und dann werden sie sich wie immer auf die Brust schlagen und sagen, wir haben was Gutes getan und die Arbeitgeber werden still und heimlich ihren Arbeitsplatzabbau freudig weiter betreiben wie je zuvor. Und von echtem Widerstand und echten
Protest gegen Abbau unserer Arbeitsplätze und unserer Lebensgrundlagen. Spüre ich bei diesem Autokorso, der da auf dem Kallenstadter Wasen sich eingefunden hat, überhaupt nichts. Ich frage mich auch mal vor aus der Deckung, oder ich bin überzeugt davon, die Arbeitgeberseite wird keine verbindliche Zusage machen. Ja? Weil ganz klar zu beachte ich, dass wir in den Tarifverhandlungen nicht jetzt hier, da wir jetzt vom Daimler sind oder von Mercedes sind, nur die Situation von Mercedes betrachten können, sondern Südwestmetall hat über 700 Betriebe. Da sind auch sehr viele Mittelständler dabei, denen derzeit das Wasser tatsächlich bis zum Hals steht. Ja? Also die Situation von Mercedes ist ja nicht die Situation, die alle Firmen gehabt, die Arbeitgeberseite vertritt. Also zum Thema, da sind wir wieder beim Thema dann Flächentarifvertrag, ja, was das Problem hergibt. Ja, also da bin ich überzeugt davon. Und diese 4-Tage-Woche, die im Raum steht, bin ich mir ziemlich sicher, dass die kommen wird, so verabschiedet, dass er dann kommt, wenn sie der Arbeitgeber braucht. Und dass er die Möglichkeit haben wird, das zu machen. Und das wird dann wahrscheinlich genauso, wie der Olli gerade gesagt hat, halt als Erfolg verkauft werden. Ja, also viel wird da nicht zu holen sein. Da ist nicht viel zu holen im Moment. Tobias, du erwähntest gerade den Flächentarifvertrag. Wie stehst du dazu? Ja, ganz klar, die Situation jetzt zeigt ja, welche Probleme der Flächentarifvertrag mit sich bringt. Ganz klar, Fläche, Elektro, Metall, das heißt noch lange nicht, die Automobilindustrie geht's gut. Da könnte was abfallen, da könnte was für den Arbeiter drin sein. Das bedeutet nicht, dass es im Maschinenbau meinetwegen gerade gut geht. Deshalb ist natürlich die Frage, wo soll es hingehen? Ja? Was klar ist, dass es natürlich mehr Arbeit macht, zum Beispiel Haustarifverträge abzuschließen, also wirklich situationsbedingt. Wobei dahin wird auch diese Verhandlung jetzt vermutlich laufen, anders lässt sich das jetzt in der derzeitigen Situation gar nicht abbilden. Aber ja, der Flächentarifvertrag, das klingt schön, aber da ist das sicher, da kriegt ihr und was weiß ich was. Ja. Umgekehrt ist halt genauso. Wenn da wirklich jemand dabei ist oder eine größere, bedeutende Gruppe dabei ist, der es schlecht geht, dann ist halt auch für alle nichts zu holen. Auch nicht bei denen, die einen Arbeitgeber haben, bei dem es gut geht. Ja, man kann ja feststellen, über die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, dass immer mehr Arbeitgeber aus dem Flächentarifvertrag ausgestiegen sind. Dann muss das Instrument, das an sich mal gut gedacht war, trotzdem hinterfragt werden. Und die IG Metall und überhaupt der DGB favorisiert natürlich das Thema Flächentarifvertrag, der im Grundsatz in Ordnung ist, wenn man geschlossenen Raum hat. Und was bei der ganzen Debatte von der gleichen IG Metall aber oftmals nicht erwähnt wird, der angeblich böse Haustarifvertrag, der Nachteile hat, klar, der wird bei VW praktiziert. Jetzt wissen wir, VW ist in der Automobilindustrie, ist der Sektor, der in den letzten 10 Jahren sicherlich gut verdient hat, wo massive Milliardengewinne eingefahren worden sind. Warum haben die einen Haustarifvertrag? Und genau das ist das Problem. Es wird immer so argumentiert, wie es einem in der Kram passt. Und ich sehe das auch so, die Automobilindustrie, die hat eine andere Voraussetzung und andere Herausforderungen, wie das der Maschinenbau hat. Also von daher glaube ich, dass der Flächentarifvertrag sich in dem Sektor überholt hat. Wir müssen über neue Tarifvertragsformen nachdenken und der Haustarifvertrag kommt dem schon ziemlich nahe. Wobei, was sich natürlich auch schon als erfolgreich gezeigt hat, sind diese Spartentarifverträge. Also wo dann halt nicht nur das Haus oder nicht die eine Firma, ja, sondern halt wirklich Automobilindustrie in diesem letzten Beispiel. Allerdings favorisieren das eben die Großgewerkschaften nicht, weil da sind ja, wo die kleinere Gewerkschaften dann ein bisschen stärker wurde, eher schlechter vorgegangen mit ihrem alteingesessenen System. Immer wieder wird der Vorwurf geäußert, das Zentrum würde sich an Tarifverhandlungen nicht beteiligen. Wie kann das Zentrum sich denn an Tarifverhandlungen beteiligen oder eigene Tarifverhandlungen führen? Ja, ist eine sehr gute Frage. Dazu muss man wissen, dass vor etlichen Jahren in der Großen Koalition beschlossen wurde, das sogenannte Tarifeinheitsgesetz.
Das Tarifeinheitsgesetz regelt, übersetzt, dass in einem Betrieb, wenn mehrere Gewerkschaften dort vorhanden sind, die stärkste Gewerkschaft Tarifverträge durchsetzen kann. Beschlossen wurde das von der CDU, Arbeitgeberlager, und der SPD, früher mal die Arbeiterpartei, aber heute noch aus Funktionären vom DGB und der IG Metall kräftig gestützt. Mit einer klaren Agenda. Der Tobias hat es vorher gesagt, in den Sparten, kann man die Deutsche Bahn nehmen, gab es eben die GDL. Und weil die Gewerkschaft dort über Jahre und Jahrzehnte ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben, konnte die GDL als Spartengewerkschaft Mitglieder gewinnen und nach meinem Kenntnisstand den längsten Streik in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durchführen und auch erfolgreich abschließen. Und weil die Arbeitgeber und auch die Politik in Deutschland eben das nicht wollten, dass mehrere Gewerkschaften sich gegeneinander profilieren und dann ständig einen Streik den anderen jagen und das alles schön geordnet weitergehen kann, wurde dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Fraglich ist, warum der DGB das gemacht hat. Und da gibt es nur eine Antwort drauf. Sie wollten natürlich ihre Alleinstellungsmacht halten. Und deswegen ist es zynisch und auch verlogen, wenn man kleineren Gewerkschaften vorhält, ja, ihr macht ja gar keine Tarifverträge, wo seid ihr denn, wenn man quasi mit seinen Verbindungen in die Politik es verunmöglicht hat, dass Tarifverträge entstehen können. Weil es ist jedem einleuchtend, dass eine Gewerkschaft, die sich neu gründet, nicht von heute auf morgen 2-3 Millionen neue Mitglieder hat. Weil mit was will man denn werben? Natürlich mit Tarifverträgen primär, vielleicht noch mit der politischen Botschaft, das ist sicherlich wichtig, aber primär bemessen geht es natürlich nach den Leistungen. Und somit ist quasi das Streikrecht beschnitten worden von einer Gewerkschaft, von dem politischen Arm einer Gewerkschaft. Und die zweite Stufe, die man da betrachten muss, wenn Haustarifverträge die Zukunft darstellen, wie wir es gerade schon dargestellt haben, dann wird es natürlich deutlich schneller möglich sein für kleinere Gewerkschaften, wie das Zentrum bei uns in der Automobilindustrie, dass wir Mehrheitsverhältnisse in Frage stellen können. Und daher hat die IG Metall überhaupt gar kein Interesse, dass solche Gruppen groß werden und werden natürlich immer behaupten, ja, die machen doch gar nichts, die haben doch überhaupt gar keine Forderungen, die profitieren immer nur von dem, was wir machen. Ja, da muss jetzt jeder selber seine Gedanken sich machen, ob das, was wir gerade ausgeführt haben, der Wahrheit entspricht und warum das so ist und was die Schlussfolgerung daraus ist. Die Schlussfolgerung kann ja nur sein, wenn man was verändern will, dann muss man nicht nur den Trainer wechseln, sondern die ganze Mannschaft. In unserem Fall raus aus der IG Metall und rein ins Zentrum. Danke, dass ihr heute da wart und so ausführlich auf unsere Fragen eingegangen seid.